Auch 2018 bleibt der Preis für Wasser bei der LWG stabil. So kostet ein Liter nur 12 Cent. Das gilt für den ländlichen als auch für den städtischen Raum. Seit Jahren schafft es die Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG, den Preis niedrig zu halten. Um das zu schaffen, spielen beim Endpreis verschiedene Faktoren eine Rolle. Bei den Trinkwasserpreisen ist es so, dass die hauptsächlich beeinflusst werden von dem Anlagevermögen, das heißt von den Investitionen und natürlich von den Betriebskosten. Und wir haben in den letzten 10 Jahren, kann man ja schon sagen, stabile Preise. Die wollen wir auch weiterhin stabil halten. Dazu müssen wir versuchen, die Kosten, die diese Dinge beeinflussen, unten zu halten. Das sind in erster Linie Elektroenergiekosten, Materialkosten etc. Zusätzlich investiert das Unternehmen immer wieder in die Modernisierung von Wasseranlagen oder Pumpen. Es wird darauf geachtet, dass der Energieaufwand für das Betreiben der Anlagen reduziert wird. Durch die Erneuerung können ungeplante Ausfälle besser verhindert werden. Auch die regelmäßige Kontrolle und Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen lässt sich nicht umgehen. Da fallen im nächsten Jahr Baumaßnahmen an. Ich denke dabei an die Bautzener Straße. Dort haben wir eine Maßnahme vorgesehen. Wir haben weitere kleine Maßnahmen im Innenstadtbereich, wo wir leider teilweise auch Sperrungen durchführen müssen. Aber das sind die Bürger ja, diesen Kummer sind die Bürger ja gewohnt. Über 9 Millionen Euro werden für das Vorhaben investiert. Die ersten Baumaßnahmen beginnen voraussichtlich Anfang Februar.